So, hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Let's Play Trengar 3. Ja, wir haben das letzte Mal die erste Kapitel durch, also das erste Ending und so angesehen. Und haben jetzt nun Branch B, heißt das Teil, wo wahrscheinlich jetzt dann die zweite Runde, die wir durchgehen, nur mit ein bisschen anderer Story, so wie ich das verstanden habe. Ja. Allerdings, bevor ich jetzt wundert, ich war hier leider schon, weil ich vorhin schon mal aufgenommen hatte. Aber mein Gamecatcher nicht aufgenommen hat. Beziehungsweise nur 20 Minuten aufgenommen hat. Und jetzt darf ich nochmal die Stunde aufnehmen. Yay, heißt nicht wundern, dass ich jetzt ein bisschen was vorher kenne. Aber weiter habe ich nicht gespielt. Nur diese eine Stunde jetzt, die dann genau diese Folge wird. Gut. Dann will ich sagen, fang mal an, ne? Ich werde wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz so viel sagen wie davor. Time doesn't always flow in a single direction. Divergence, Branch B. In the flow of post-cataclysm history, if a unique set of conditions known as singularities come together, splits occur in time, resulting in the multiple world divergence phenomenon. It is now April the 1st, 1000 AD. 28 days since the singularity known as Zero resumed activity. The first anomaly occurred when Zero encountered the old man known as Okta, and the forest they were expected to enter manifested in a different form. M3210 E0020 QV. Begin recording. Gut, um es kurz zu erklären, das ist ein bisschen wie in Bioshock, die das kennen. Das ist halt mehrere Zeitstränge und wir sind jetzt in einem anderen Zeitstrang auf gut Deutsch. In kürzester Form erklärt. Jetzt, wie ihr auch seht, wir haben hier Sand, obwohl wir erst zu Free gehen. Also, wir haben mit Two noch gar nichts an der Backe und schon haben wir den Disciple von ihnen, ihr, an unserer Backe. Was ich euch allerdings noch nicht erklären kann, warum das so ist. Ist ein bisschen verwirrend. Aber das werdet ihr, denke ich, alles noch sehen. Oder wir werden das alles noch sehen. Decadus, give me some cloth, will ya? Are you hurt, m'lady? No. This stupid forest made my period come early. Ich find's ja toll, beziehungsweise ich rede auch sehr offenherzig über meine Periode und sag, na, ich habe meine Regel, bla, sowieso, weil ich finde, dass nichts Peinliches daran ist, aber keine Ahnung, dass ihr deswegen gerade Dekatus fragt. Warum? Obwohl, Okta hätte ich auch nicht gefragt und Lito hätte wahrscheinlich gelacht. Okay, ich wäre wahrscheinlich auch zu Dekatus gegangen. Ach, keine Ahnung. Oh, oh. Warum steht er darauf? Das hat doch nichts mit Schmerzen. Okay, doch, für die Frauen hat es was mit Schmerzen zu tun, aber doch nicht für ihn. Oder er hoffte sich dadurch, dass sie total aggro wird. Keine Ahnung, also noch mehr als sonst. So Stimmungsschwankungen, ihr wisst schon. Ach, kein Plan. Dito's right. You are a freak. Oh ja. Could it be any more damp around here? Even my sweat is sweaty. Das kenne ich. Oh. Was? Darauf stehst du? Oh mein Gott. I know, right? This place blows chunks. Yes, but the discomfort is somehow, ooh, exhilarating. Yeah, whatever, freak. I vote we ditch this place ASAP. Ja, ich bin dabei. Here, my lady. Have all the cloth you want. Dankeschön. Immerhin denkt er an uns. Hoho! Well, isn't this strange? The forest up ahead used to be far more lush and verdant than this. Okay. Something has happened since last I visited. I can feel it. You can feel it? Goodness. What a load of superstitious nonsense. Das sagt der Richtige. Oh mein Gott.
I, of course, reject such mystic foolishness in favor of science. Proof, theories, experimentation, this is the way of the world. Ja, bitte gib dich ja irgendwo ab und lass dir ja an dir rum experimentieren und lass uns in Ruhe, danke. But I probably shouldn't expect you Neanderthals to understand any of that. Ja, weil Okta der Dumme von uns allen ist, genau. Ich mag Sand nicht. Cram it, Professor. Danke, Dito, danke. Lady Zero, if I may, we should avoid mingling in this fog for long. Okay. Ich versuch's. So, reden wir noch mit den Idioten. Hey, Sent, what do you know about two? Two? Two, two, two. Yeah, sorry. Don't know her. Das ist seltsam, oder? Dass er sie nicht kennt, ich meine, er ist Disciple von ihr. You mean you forgot her? How can I forget a person I've never met? Ah, ich bin schon echt gespannt, weswegen das so ist. I'm pretty sure I'd remember a silly name like two. Ja, mal sehen. Noch mit Michael reden? Three is inside this forest, right? She's here, isn't she? You seem awfully pleased about that. I'm just excited to meet one of your sisters. Ist dann Ausschnitt. Die du getroffen hast, so nebenbei. Well, I'm excited to kill her. Oh, come on. Gut, dann gehen wir. I'm pretty weiter. All right, guys, time to go. You want me to go butt roll ahead, Zero? It's patrol, dummy, not butt roll. Patrol und Patrol ist gut. That's what I said. That's totally what I said. Ja, wir glauben dir. Ganz ruhig. You know, I keep waiting for him to get smarter, but it's just not happening. Er ist auch noch irgendwie ein Kind, auch wenn seine äußere Form sich verändert hat. Auch wenn es jetzt wieder die zweite Version ist, oder? Muss die zweite sein. Aber irgendwie innerlich bleibt er ganz dieselbe Person. Charakter. Ob der überhaupt irgendwann mal, ich sag mal, erwachsen werden würde innerlich. Geht das überhaupt? Aber es war ja mit den anderen Michael auch so, oder? Ach. How about it, Sent? Want to add some biting wit to the situation? Ah, oh, come on. Give me something. Anything. Hm? What? Oh, so now you decide to be normal? Forget it. You're useless. Ja, das ist er. Oh, ich habe jetzt vergessen. I just can't stop thinking about this two person. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich habe jetzt ganz vergessen, die Disciples umzuändern. Weil jetzt hat man wieder die zwei Haupt-, also Dito und Decatus, die man ja anfanglich bekommt, habe ich jetzt, glaube ich, drin. Aber, mein Gott, auch nicht schlimm. Lade. Lade schneller. Dankeschön. Watch for stuff from above, okay? I'm gonna watch real hard. Yeah, you do that. Mach das, mein Kleiner. Ich frage mich, ob die großen Kisten, die ich ja jetzt schon mal aufgemacht habe, ich habe hier alle bekommen. Whoa, whoa, whoa. What's the deal with all this fog? I'm telling you, something's weird about this forest. Yes, but... But what? If you say the discomfort is exquisite or some shit, I swear I'll cut your head off. Oh. Es ihnen scheint egal zu sein, wer ihn vergewaltigt. Tatsächlich, die Kisten sind offen. Heißt, ich muss mich nicht danach umgucken, weil das Mal habe ich alle drei bekommen. Das ist schon mal gut. Why is Okta fighting for Zero? It doesn't matter. Okta's our enemy now. Where is Lady Three? I don't know. We lost contact with her a while ago. Well, send another messenger. Okay, die haben also keinen Kontakt zu Free. Naja. Ich habe mich schon beim ersten Mal gewundert, da
dass mir dieser Abschnitt vom Wald kein bisschen bekannt vorkommt. Und auch jetzt, wo ich das zweite Mal hier durchgehe, kann ich dasselbe behaupten. Dieser Abschnitt kenne ich einfach nicht. Also, das muss irgendwie ein neuer Part sein. Also ein anderer Abschnitt vom Wald als das erste Mal, als wir hier waren. Oh, spirits are possessing these bodies. Oh. Spirits are attracted to deceased. Die habe ich ganz vergessen. Lady Three freed us from the oppressive rule. They claim the body and force it to battle the living. Reinforcements come. Erstmal haben die mich ein bisschen genervt, deswegen habe ich das jetzt gleich gemacht. Hier sind sowieso ein paar Gegner, die vorher ein bisschen genervt haben. Also ich bin zwar nicht gestorben, aber genervt haben sie auf jeden Fall. Lass mich doch die Kisten aufmachen, Menno. Hoho, it seems the enemy has an endless supply of low-level minions. Oh. Truly, Decadus? This turns you on as well? No. Defeating such weak foes actually displeases me. Genau. Das kannst du ihm anders erzählen bei deinen Rumgestöhne. Yeah, something about this forest definitely feels off. You think? Well, it is filled with both spirits and the undead. And it's a pain in the ass. It's not just that. I'm thinking this fog might be poison. Poison, huh? It's probably fine. That's it? Really? Battling spirits and the undead feels like something of a fool's errand. Yeah, good attitude there. But I suppose that's the best a grunt like you can hope for. Grunt? I am a disciple, just the same as you. Yeah. No, we may have the same title, but the similarity ends there. I, for example, am amazing, while you are less so. Hey, Decadus, try not to kill him, okay? Because if anyone here is gonna kill him, it's ich mach mit, ich mach mit, ich mach mit. Ich wollte die Leute nicht unterbrechen, deswegen habe ich es da vorne angehalten und gedacht. God, again? It's the same damn pattern every time. They do seem to enjoy entrapping their prey. Did someone say entrapment play? Oh! Fine. I hate this one and two at a time shit. I wish they'd just rush me all at once and get it over with. For once, Z, I think I actually agree with you. Which is pretty scary when you think about it. You do love to provoke our fair intoner, don't you? Yeah. And I'm gonna love killing you even more. Naja, andererseits, ich kann Dito und sie schon verstehen. Did you know fairies purify the air by burping? Oh, I had no idea. Don't be impressed. He pulls all this shit out of his ass. Come now. This forest is tainted because it lacks fairies. Don't you see it? Surely I can't be the only one. I really, really hate this guy. Ich auch. Und er redet mir immer dazwischen. Und wenn ich denke, okay, ich kann jetzt ein bisschen mal reden, redet er plötzlich wieder. Das ist furchtbar. Ich hasse Sand. Sand ist doof. Yeah, Leben. Und ja, falls es doch schon aufgefallen ist, die Lebensbalken, beziehungsweise diese kleinen Kugeln, die sind jetzt noch kleiner irgendwie. Warum, weiß ich zwar nicht, aber wahrscheinlich damit es schwieriger ist oder so. I don't know. Naja. Aktuell kommen wir ja, denke ich, ganz gut klar. Fresse halten mag ja. Und tot ist er. This is so annoying. These necromancers are a bunch of f***less grammars.
Perhaps our foes are entomologists out to find new insects for the collection. You're an idiot. Is that what you were waiting for? Ah, diese Zensierung, herrlich. Dabei hätten sie das eigentlich nicht zensieren müssen. Ich meine, keiner hat auch ganz schön böse Wörter gesagt. Die wurden auch nicht zensiert, oder? Nö. Könnt mich zumindest nicht daran erinnern. Aber andererseits passt das ja auch hier zu dem Spiel rein. Dadurch wird es wahrscheinlich ja irgendwie noch ein bisschen lustiger. Schwer zu erklären. Gut. Ich glaube, da drin war ja dieser Checkpoint und dann die Kiste. Ich glaube, hier war irgendwo die letzte Kiste. Ach, hier sind wir. Okay. Das erste Mal habe ich mich sofort um die Puppen gekümmert. Weil wir jetzt irgendwie 50 Stück von denen töten müssen und die sind nervig, weil die immer wieder wegrennen. What the hell are these creepy things? What a nice surprise. They say only those of pure heart can see these little guys, you know. Stop talking and fight already. Ja, das wäre nett, wenn du nicht mehr aufhören würdest zu reden, ey. Du bist einfach nur nutzlos. This is driving me crazy. Persistent little bastards, aren't they? Auf jeden Fall wollte ich diesmal ein paar Kisten hier einsammeln, was habe ich erstmal überhaupt nicht gemacht. Damn it. I'm sick and tired of playing with dolls. Patience, my lady. Muss sagen. It is better to bend like a reed in the wind than to topple like an oak. What the hell are you talking about? You're starting to sound like scent. Na, es geht. Ein bisschen vielleicht. Also schlimm ist er noch nicht. Wenn es ein paar mehr werden, würde ich ja Ding anschalten, aber wie lohnt sich das nicht? Die halten ja eh nichts aus. Und das Einzige, was an denen, ja, keine Ahnung, interessant ist, ist die Tatsache. Nein, nicht interessant. Nervig. So rum. Wie komme ich jetzt auf interessant? Mein Gott. Ist die Tatsache, dass sie halt immer weglaufen und dann auf mich drauf zu springen. Und deswegen ich den Viechern hinterher rennen muss und das nervt. Stirb. Zack, stirb. Es könnten ruhig mal ein paar mehr kommen. Wäre ich mit einverstanden. Es ist mir wurscht, dass die mich treffen, ganz ehrlich. Ich habe keinen Bock, den blöden Viechern hinterher zu laufen. Nur weil sie behindert sind. Und trotzdem mache ich es irgendwo. Ach. Ich hasse diese Puppen. Ist aber nett, dass ihr alle zu mir kommt. Langsam. Wieso laufen die erst weg und dann... Ach, ich verstehe das nicht. Dann könnt ihr doch gleich von da hinten auf mich drauf springen, anstatt herzulaufen und wieder wegzulaufen und dann auf mich drauf zu springen. Das ist unlogisch. Wir gucken jetzt noch, was auf der anderen Seite ist. Außer eine Puppe. Das sind noch zwei, richtig? Tatsächlich. So. Ganz ruhig, wir haben's gleich. It appears my lady is unaccustomed to such tedious work. I'm not used to any work. Except killing. Killing isn't work. It's like taking a piss. It comes naturally. Ah, wirklich? Okay. Wenn du das so siehst, Zero. Ja.
Ich gehe jetzt noch die Kisten da hinten holen, weil ich gerade Lust dazu habe. Vielleicht da ein bisschen Items drin oder so. Oder auch gar nichts. Das hat sich ja gelohnt. Ja, ist ja gut. Wollte gerade sagen, ich hätte auch die Puppe hier nirgends. Interessant, dass man hier Michael rufen kann, obwohl man den hier echt nicht braucht. Mal ernsthaft. Oh, look who's here. It's Zero. Hey, Three. I'm in a rush, so... You ready to die? I suppose. But... Something's wrong. With the forest. Can't you hear the voices? The crying. Our dear sister One holds the secret. Up ahead, deeper in the forest. Oh yay, noch tiefer in den Wald, yay. Jetzt haut sie ab. Ich mag diese Puppen nicht. Ja, ja, ja. Naja, mein, von Doppelspielen habe ich jetzt nachher die Ding bekommen. Ein Level, mein Gott. Mach hinne. Mach hinne. Dankeschön. So. Und jetzt müssten wir... Ja. Ich habe bis dahin gespielt, so das hier. Das ist ja noch ein Vers und ab dahin kenne ich es auch nicht mehr. Also, wie gesagt, wir sind sowieso noch in der Folge gekommen und dann habt ihr alles so gesehen. Gut. Ich frage mich bis zum Level. Ganz ruhig. Ich frage mich, bis zu welchem Level das hier wohl geht. Bin ja jetzt schon 29. Könnte mir vielleicht 60 vorstellen, aber ich glaube nicht mehr. You're awfully quiet. What's wrong? Two. Something about that name bothers me. Warum wohl? Liegt wohl daran, dass laut allen ihr mal total deep in love wart und so. Wobei du das eher nicht warst. Ich immer noch nicht verstehe, warum du schon bei uns bist und ach egal. I often pay scant attention to others, but... Something about this two-person just... Is it really that much of a mystery? You and Two are supposed to be working together after all. Me? Two? Working? Together? Forget it. It's a moot point now anyway. Ich bin der Meinung, dass Zero mehr oder weniger weiß, dass sie jetzt in einer anderen Zeitspanne ist. Oder? Zumindest ist das aktuell meine Erklärung dafür, dass sie... Ja, so gelassen damit umgeht, dass er schon weiß, wie er schon da ist und Co. Two. Two. So this three chick is another sister of yours? Yep. Unfortunately. Was she this weird when she was young? Or is that a new thing? No idea. Not my problem. Wow. Now I actually feel sorry for her. Warum denn? Ich bin eine großartige Schwester, glaube ich. You know, we haven't seen much of each other lately. Don't you miss me? Dasselbe kann ich dich fragen, Lito. Hast du mich nicht vermisst?
She was acting pretty weird, huh? I assume you mean Lady Three. To be honest, I'm not sure. She always was a bit of an odd duck. Though one thing did pique my curiosity. What's that? Normally, my love truncheon would rise to attention at the sight of Lady Three. But when I beheld her this time, it didn't stir an inch. Okay. My hat is off to you, Lady Zero, for taming a lust as voracious as mine. Angst, aber ich glaube, das ist ein Kompliment, oder? Is that a compliment? Warum sagt sie dasselbe wie ich? In any case, Lady Three did leave us with some rather important words. Ja, kann man schon behaupten. Wobei ich mich frage, was Von hier in diesem Forest macht. Das ergibt hier irgendwie keinen Sinn. Aber was ergibt hier in diesem Spiel überhaupt Sinn? Nichts. Hello. Oh, my apologies, my lady. I did not mean to ignore you. What were you fantasizing about this time? Nothing, my lady. Just thinking about Lady Four. Oh? You care enough to remember her, huh? Worry not, my lady. My heart is yours alone. Das könnte ich Ihnen sogar fast glauben, aber nur fast. Gut. I sure wish I could be stronger, Zero. You and me both. Do you think I'll ever grow a flower in my eye? Huh? Bitte nicht. If I had one, I could make it sprout up and blossom, and then boom! Ja, genau. This flower ain't all sunshine and lollipops, you know. And you can't just make it sprout up, either. First, you need another person to pay for... Denke ich das, was ich gerade denke? So eine Art Opferung vielleicht? Forget it. Oh, come on, you can't trail off there. That's mean. You're mean, Zero. Ich muss sagen, es würde mich auch extrem interessieren, was das mit der Blume auf sich hat. Ich hoffe, das kriegen wir noch raus. So what next? I think Three's right. One might be hiding somewhere deeper in the forest. I'm so tired of walking through these stupid woods. Well, turning back is just as much of a trek, so we might as well keep going. Octa speaks the truth. Whether one is here or not, we should press on. All right then, hop to it. Dann mal schauen, wie schnell wir da durchkommen. Das Laden, das ist eine der Sachen mit der Kamera, die mich extremst nervt und das automatische Target wechseln oder dass sie ganz weit hinten jemanden Target nimmt, gehört das Laden mit zu den nervigsten Sachen hier. Eindeutig. Ich glaube, ich bin einfach zu ungeduldig. So, ich zeig's euch einfach jetzt mal. Da hinten war nämlich eine Kiste. Die ist doch auch zu. Ja, offen. Hey, Zero! Look. Why don't you take to the skies and look for One and Three, okay? Oh, why? You don't like being with me? Is it because I smell? Is that it? What? No, I just want to see you spread your wings and soar across the skies and stuff. Oh, really? Wow! Okay, you got it! Watch this, alright? Watch okay, this! Ich gucke. Wow, hast du aber schön gemacht. Ich hab zugeguckt. Ich bin brav. Mehr oder weniger. Yeah, noch mehr Wölfe, weil ich habe ja noch nicht genug. Ich wollte gerade sagen, das ist eine andere große. Mann, 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 Mann. Furchtbar. Stirb! Ist er tot? Scheint so. Meine Kugel. So, dann... Ich habe schon wieder vergessen, die... Ach, egal. Ich behalte einfach die Tunden der Dekatos. Octa schien zwar mir relativ guten Damage zu machen, weil er auch diesen Fern-Damage hat, aber... Mein Gott.
Das ist auch nicht so schlimm. Aha, daneben. Again? These jerks are freaking obnoxious. Takes one to know one. Come again? Just kidding. Kidding. Ich glaube, Zero hat wirklich ihre Tage. Sie ist noch gereizter als sonst, kann das sein? Okay. Ich muss ja sagen, die sehen ja zwar echt toll aus, die Lens, aber sie nerven ein bisschen. Ja, ist gut. Ich hätte schon längst meine Dingsbums anmachen können, aber ich bin einfach gerade zu faul. Ich habe keinen Bock, das für euch rauszuschmeißen. Leben! So. Kriege ich noch ein bisschen Leben, bitte? Leben? Leben! Ich überlege gerade, habe ich hier eigentlich auch alle drei Kisten gehabt? Ich glaube nicht, oder? Ach, puh. Komm schon, dich kriegen wir auch noch. Mohahaha. Ja, haben wir auch gehabt. Oh, das ist eine Kiste. Leben. Zwar nicht viel, aber ein bisschen. Da hinten ist nix. Dann weiter. Ich hätte es hierfür benutzen sollen, merke ich gerade. Och nö, Bogenschützen. Erst Bogenschützen. Yep. So, der andere noch. Hör auf, hier rum zu galoppieren, mein Gott. Zu traben, lieber gesagt. Aber bin ich schon ausgewichen, das Vieh trifft mich trotzdem. Na, Allah. Bitte lass in den Kisten gleich Leben drin sein. Bitte lass in den Kisten gleich Leben drin sein. There's something weird going on in this forest. Who cares? Kill her! Shit! My whole body's itchy as hell! Shut up. We can't fight like this. What the hell is happening? So. Hätte mir ruhig noch ein bisschen Leben geben können, blöden Kerle. Naja, immerhin habe ich gleich wieder die Verwandlung fast voll. Ha! Leben! Was? Was? Ich war hier doch. Warum? Ach so, weil die Kiste eine Falle war. Genau. Ich erinnere mich. Erst wenn man die Kiste da aufgemacht hat, ist dann auch die Ding gegangen, also diese Knochen da. Da ist ja gar nichts drin. What? Stop babbling like an idiot and tell me what you want. Zero? Zero? What? Are you deaf or just dumb? Hello? Zero? I can't hear you. I don't know where you are anymore. Wait, what? Perhaps this forest is affecting his ability to sense you. Scheint ja so. Okay, noch 4 Stück. Aber noch 3 Stück. Ich
stirb. Nein! Okay, die anderen beiden haben ihn immerhin kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen. Der war doch noch gar nicht tot. Man muss die ja danach immer noch hauen, weil die sonst wieder aufstehen, diese blöden Knochen. Der macht hin, meine Güte. It's Zero, she's here! The traitor is here! Protect us, Lady Three, please! This is bad. How'd she get this far? See? I told you our defensive positions weren't... Just shut up and fight, idiot! Die und die Rungemecker sind immer dasselbe hier. Warum kriege ich schon wieder den Target, den ich nicht ins Target haben wollte? Ich wollte den Lanzenkerl ins Target nehmen, aber nein. So. Wie ich den voll zerhackselt habe, ey. Die haben mich fast erschreckt, aber nur fast. Still, this is strange. What? You grow a third nut or something? If only. But no, I'm referring to Lady One. She was said to be in the Cathedral City. Why would she come to this place? Don't know, don't care. Leave the thinking to the eggheads. Eigentlich hat er recht. Wie gesagt, das frage ich mich auch schon, was sie hier in diesem Wald macht. Das ist eigentlich seltsam. Muss ja schon einen Grund dafür geben. Oder es könnte auch sein, dass die denken, das wäre wohl, aber vielleicht ist es ja der Bruder. Zum Glück geht es mir entschlagen, dass man dann die Dinger noch einsammeln kann. So. Da vorne noch, und dann sind wir, glaube ich, schon durch. Was kam hier jetzt? Noch blutiger hätten sie es nicht machen können. Quatsch. Zero? Zero, what happened? Are you okay? So what? The big dummy was able to sense Zero's pain? Such an intense bond. Where are you going, McKay? Yeah! Lady Zero needs you. You gonna run off and piss yourself, are you? Where are you going, Mikhail? Lady Zero needs you. Ich bin am Angreifen. You're gonna run off and piss yourself, are you? I'm not running, and I'm not pissing myself either. Not yet, anyway. Hey, guys. Now's our chance. Our chance for what? If you hadn't noticed, Zero's a bit tied up at the moment. She can't use her crazy powers or any of that junk. Now's our chance to haul ass out of here. Well... That's one possibility. I suppose it might work. You suppose wrong, assholes. Where are you going, McKay? Lady Zero needs you. Die wollen abhauen? You gonna run off and piss yourself, are you? Das sagt der richtige Dito, ey. Von dir bin ich gerade enttäuscht. Redest was von wegen abhauen? Also, dass Mikael abhaut, nur weil ich aber so hier ein bisschen herankomme? Where are you going, McKay? Lady Zero needs you. You gonna run off and piss yourself, are you? I'm not running, and I'm not pissing myself either.
Stirb, mein Gott. Na endlich. Now there's a sorry sight. You say something? Who, me? No, nothing at all. Warum uns sagt Dito sowas von wegen, ja, abhauen, bla, sowieso überhaupt? Das verstehe ich nicht. So wirkt er irgendwie gar nicht, aber, You've been cleaning up lately. Maybe you can handle this now. Okay, ernsthaft? Permit me to repay you for your kindness, my lady. I hope to suffer more, much more, of it soon. Okay. Oh, das war jetzt aber viel auf einmal. Jo, dann würde ich sagen, mache ich hier an dieser Stelle, erstmal Schluss, dann sehen wir uns im nächsten Teil von Let's Play Trengar 3. Also, bis dann, ciao.